Wir sind heute zu Besuch bei Familie Nitti und Familie Nordhoff. Denn auch bei den Kindern ist das Coronavirus längst angekommen. Und das fängt beim Händewaschen an. Aber wie ernst nehmen das die Kids eigentlich? Wir versuchen das auch immer zu machen, aber wir halten es nicht immer ein, sagen wir es mal so. Ja, manchmal hat man halt keine Lust oder so. Ja, weil es so lange dauert. Dabei haben die beiden Mütter ihre ganz eigenen Methoden, ihren Kindern das Händewaschen schmackhaft zu machen. Ob die fruchten, das werden wir noch heimlich testen. Aber fangen wir doch erstmal bei der Frage an, was ist Corona eigentlich? Ich würde es so beschreiben, das ist so ein rundes Ding mit so gelben Teilen dran. Grün. Und welche Form? Rund. Das kann uns vielleicht auch zum Sterben bringen. Oder uns so richtig doll zum Husten, dass man schon kotzen muss. Fest steht, auch die Kleinsten müssen jetzt auf besondere Hygiene achten. Händewaschen ist angesagt. Wir waschen sowieso Hände jeden Tag, also jeden Morgen gründlich. Und ich erkläre das so, dass ich das vormache. Ja, mit der Seife richtig, zwischen den Zwischenräumen und so. Und dann auch anschließend desinfizieren. Wir haben es ja schon immer gemacht. Deswegen finde ich super. Es gibt ja Leute, die sagen, boah, na, ich wasche jetzt die Hände, wenn ich nach Hause komme. Das haben wir immer gemacht. Meistens ja, wenn man vom Spielplatz kommt, von draußen. Und also ich bin Physiotherapeut. Deswegen hat so ein bisschen in der Hygiene gelernt. Und zweimal, was müssen wir singen, Ida? Zweimal Happy Birthday to you, ne? Von der Dauer her. Zweimal singen. Fertig. Ich erkläre, dass es eine Krankheit ist, die wird auch übertragen, wenn man dreckige Hände hat, was an den Händen hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, die Hände zu waschen. Und deshalb singen wir immer zweimal Happy Birthday, solange wir Hände waschen und massieren die einzelnen Finger so ab und machen so, so wie die WHO diese Handwaschregeln empfiehlt. Viele Songs über das Händewaschen werden im Netz gerade millionenfach geklickt. Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind. Und nicht nur bei uns ist das Interesse riesengroß. Dieser Aufklärungssong zum Coronavirus aus Vietnam wurde bereits über 16 Millionen Mal geklickt. Aber hilft so ein Song wirklich, dass Kinder ihre Hände richtig waschen? Pädagoge Lars Menzel meint ja und er hat noch Tipps. Nehmen Sie Ängste und Sorgen ernst. Verfallen Sie bitte nicht in Panik. Ihr Kind wird sein Verhalten an Ihrem Verhalten festmachen. Und ja, finden Sie vielleicht kleine Rituale, zum Beispiel den Händewasch-Song. Und genau damit hat auch zweifach Mutter Karen versucht, ihren Kindern das richtige Händewaschen beizubringen. Aber was bringt das wirklich? Karen filmt das Händewaschen ihres 5-jährigen Noah und ihrer 3-jährigen Nora heimlich mit. Das Ergebnis zeigt sie ihren Kindern. Du spielst mehr, als dass du die Hände wäschst, ne? Und was macht der Noah? Der wäscht sie ganz schnell. Carmen Nittis Trick für gründliches Händewaschen dagegen? Zählen. 19 und 20. Aber hält sich der 7-jährige Yannick auch dran, wenn er glaubt, die Mutter ist nicht im Badezimmer dabei? Also er hat nicht mitgezählt, aber hat tatsächlich am Anfang so die Seife gemacht und auch so, wie ich ihm gezeigt habe, so unter die Fingernägel, damit ist alles so zwischen den Fingerräumen, also hier in die Freiräumen da so. Und ja, hat er gut gemacht. Mutter Karen zieht dagegen nach unserem Experiment Konsequenzen. Normalerweise lassen wir sie auch ganz oft Hände waschen gehen und gehen nicht sofort hinterher. Aber sie sind wirklich, glaube ich, noch zu klein, als dass man nicht doch noch mal hinterhergehen muss und schauen muss, dass sie es richtig machen. Also lieber auf Nummer sicher gehen, denn auch wenn unsere Kleinen viel können, was das Coronavirus wirklich bedeutet, das können nur die Eltern einschätzen.